Ja, vielen Dank. Während die Präsentation startet, ganz kurz zu mir. Ich will jetzt nicht so viel zu mir und zum Unternehmen sagen, weil es steht auch in dem Programmheft und ich habe auch einen Stand da. Da können Sie gerne einfach noch vorbeikommen oder während ich nicht da bin, sich die Flyer wegnehmen, die da liegen. Ich bin bei der HBA Consulting AG. Ich bin dort klassisch als Unternehmensberater und betreue aber nebenbei auch unser Geschäftsfeld Blocksurance. Das ist eine Marke, unter der wir Blockchain- und Digitalisierungsberatung für die deutsche Versicherungs- und Vorsorgeindustrie anbieten. Das heißt, der erste Teil wäre natürlich in unserem Vortrag immer ganz kurz zu sagen, wer wir sind. Ich sagte es schon, wir sind eine mittelständische Unternehmensberatung. Wir haben ungefähr 50 Leute und einen Umsatz von ein bisschen was über 7 Millionen Euro und haben eigentlich bei jedem großen deutschen Lebensversicherer inzwischen Projekte betreut. Was möchte ich heute vorstellen? Ich habe zwei Use Cases mitgebracht, an denen wir aktiv entwickeln und die wir auch so mit Industriepartnern, Lease, Versicherungsunternehmen besprechen und diskutieren. Und zwar habe ich einmal einen ganz, ganz großen mitgebracht, der nennt sich Intercompany Accounting. Da geht es darum, wie können einzelne sehr große Versicherungsunternehmen miteinander Abrechnungen machen. Ah, genau. Da reden wir ja über Milliarden, die da eventuell bewegt werden. Und dann habe ich den ganz anderen Use Case mitgebracht, nämlich da reden wir über Peer-to-Peer-Produkte, also wie sich einzelne Individuen zusammen vielleicht eine Versicherung bauen könnten. Genau, die Vorstellung HBA Consulting, ja, wie gesagt, nehmen Sie sich gerne unsere Broschüre, unseren Flyer da weg oder sprechen Sie mich am Stand an. Ich will mich jetzt hier ein bisschen kurz halten. Wie gesagt, mittelständische Boutique-Beratung mit, ja, sehr rosig aussehenden Zukunftsaussichten. Wir wachsen eigentlich stetig. Jetzt kann jeder nochmal schnell gucken, ob er irgendwo eine Versicherung hat bei einem Kunden von mir. Gut, die Marke Blocksurance und das ist uns wichtig, deswegen habe ich diese Folie auch immer noch mal drin. Wir sind keine reine Blockchain-Beratung, ganz im Gegenteil, wir kommen aus der Versicherungsberatung, aus der aktuariellen Beratung. Wir machen seit 15 Jahren hochkomplexe Projekte im Versicherungsumfeld und kombinieren das mit dem IT und Fachwissen der Blockchain-Technologie, grenzen uns damit also auch ganz stark von beispielsweise Startups ab, die ja häufig einfach stärker getrieben von der technologischen Ecke kommen. Wir bieten die üblichen Dienstleistungen an, die Sie von einer Unternehmensberatung erwarten. Und jetzt langweile ich Sie nicht weiter mit dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, sondern mit interessanten Use Cases. Konsortialabrechnung. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Es gibt Versicherungen, die Metallrente ist da bekannt und jetzt ganz neu im Chemietarifvertrag. Da können Mitarbeiter einer Branche eine Lebensversicherung abschließen. Jetzt muss ich hier keinen Risikokontroller einladen, um zu sagen, dass wohl klar ist, dass jemand nicht eine gesamte Branche versichern kann. Das ist ein Risiko, das kann auch eine Allianz nicht alleine tragen. Das heißt, hier wird dieser Vertrag, den Sie mit einem Versicherungsunternehmen schließen, ja, dann ist das, sagen wir, eine Versicherung mit A oder mit Z, mit der haben Sie über die Metallrente oder über den IGBCE-Tarifvertrag ein Lebensversicherungsprodukt, die trägt aber nur 20% des Risikos beispielsweise und gibt quotiert Teile des Risikos an andere Versicherungsunternehmen weiter, einfach um Risikopooling zu betreiben. Manchmal kennt man das vielleicht auch, in der Rückversicherung ist das ähnlich. Das ist einfach so, das existiert. Und was ist hier das Problem? Ja, das Problem ist, so ist der aktuelle Prozess. Ja, sieht eigentlich ganz schön aus, so wie man halt Prozessbilder so als Berater malt. Jetzt sage ich Ihnen aber was aus meiner Berufserfahrung. Diese gestrichelten Linien, wo verschiedene Unternehmen miteinander zu kommunizieren, das bezeichnet man dann so schön als unstrukturierte Schnittstelle. Das ist der Code dafür, dass da Sachbearbeiter A, Sachbearbeiter B anruft und eine Excel-Liste per E-Mail bekommt und das von Hand in sein Bestandsführungssystem einpflegt. Gut, gibt also Optimierungsbedarf, haben wir uns mal kurz überlegt, setzen wir also eine Schnittstelle auf Distributed Ledger dazwischen. Distributed Ledger, Freddy sagt es vorhin schon, kann man in erster Näherung für diesen Termin heute mal synonym mit Blockchain verwenden. Es geht hier darum, also ein gemeinsames Kassenbuch zu haben, in das es verschiedene Zugriffs- und Schreibrechte gibt und den Regeln der Blockchain folgt, also beispielsweise die Unveränderlichbarkeit oder eben Add-Only, also ich kann nichts löschen. Deswegen haben wir uns das jetzt mal angeschaut. Da kommt noch ein schönes Gimmick zum Tragen. Ich weiß nicht, ob es hier anwesende Theoretiker im Bereich der Abrechnungssysteme gibt. Würde mich wundern. Es gibt das sogenannte Triple Entry Accounting. Das ist eher ein theoretisches Konstrukt. Ich meine, das hier unten kennen Sie alles. Sie kommen ja aus dem KMU-Bereich. Doppelte Buchführung führt ja jeder, habe ich selbst auch für meine Selbstständigkeit geführt. Jetzt können Sie aber theoretisch auch das Konzept einer Triple Entry Accounting, also einer dreifachen Buchführung einführen, indem Sie ein gemeinsames Geschäftsbuch als dritte Säule begreifen. Das heißt, da haben Sie jede Buchung, die Sie ja vornehmen müssen, nochmal in einem gemeinsamen Buch abgelegt. Und das ist nichts anderes als ein gemeinsamer Ledger oder ein gemeinsames Kassenbuch. So, den verteilen wir jetzt noch, dann heißt das Ganze verteiltes gemeinsames Kassenbuch oder Distributed Ledger.
Und genau das machen wir uns hier zunutze und das nutzen wir hier. Wir übergeben hier die Bestände an die Schnittstelle und hier können Sie dann einfach Ihr Bestandsführungssystem, da gibt es in der Versicherungsbranche ja so, ich sag mal in Deutschland ein halbes Dutzend, die jetzt hier wirklich Marktanteil besitzen. Da können Sie dann einfach die standardisierte Schnittstelle nehmen, gibt es ja auch ein Dateistandardformat und der von uns entwickelte Schnittstelle einfach importieren. Jetzt hätten wir quasi das Problem, die ganzen vielen Probleme, die Sie haben, die auftreten, wenn Sachbearbeiter Sie Excel-Listen hin und her schicken, über eine gemeinsame unveränderliche Datenbank gelöst, haben aber, und da räume ich jetzt gleich mal nochmal eine Vorurteile auf, nicht jeder sieht alles auf einer Blockchain, also Unternehmen B sieht auch nicht, wie gut oder schlecht Unternehmen C gewirtschaftet hat. Sie haben die Kommunikation zwischen Einzelunternehmen und die Kommunikation gemeinsam, wenn sich alle was austauschen wollen, beispielsweise die Bestandsdaten, die muss ja jeder haben. Jeder muss ja wissen, was versichert ist, weil er muss es ja auch in sein Risiko einführen. Das heißt, hier haben wir jetzt beispielsweise drei sehr große Versicherer, die jetzt über eine Distributed Ledger Schnittstelle miteinander kommunizieren können und tausende von Verträgen gemeinsam und sicher fortschreiben können. So, das haben wir mal prototypisch umgesetzt. Ganz kurz, dafür haben wir die üblichen Technologien eingesetzt. Das sieht dann so aus, so kann man sich das hier schön in irgendeiner Shell angucken. Wir verkaufen diese Software nicht, wir sind kein Softwareunternehmen. Unser Ziel ist nicht, Software zu bauen. Wir haben das als Prototyp gebaut, um eben zu zeigen, was können wir in der deutschen Versicherungsindustrie ändern, wo sind Potenziale der Blockchain-Technologie. So, das war jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, weil ich einfach mal vermute, dass die meisten von Ihnen nicht in leitender Position bei Versicherungsunternehmen sind. Deswegen machen wir jetzt was anderes. Wir sitzen ja hier so schön zusammen. Wir nehmen immer das Beispiel, dass sich Leute nach dem Studium nochmal treffen, aber wir können das jetzt auch hier in dieser Runde einfach mal machen. Wir haben alle einen verschiedenen Hintergrund und irgendwie sind wir alle ein bisschen unzufrieden mit unserer Altersvorsorge, also entscheiden wir, so wie wir hier sitzen, wir gründen jetzt einen Annuity Pool oder eine Tontine. Da trete ich jetzt meinen Kollegen, die Mathematiker sind, auf die Füße, aber ganz vereinfacht gesagt, wir zahlen alle was ein und der Letzte kriegt dann den Rest, der noch übrig ist, wenn alle unsere Rente rausgezahlt ist oder wir umgefallen sind. So, ganz grob. Das gründen wir jetzt einfach mal. Ja, können wir machen, es steht uns ja frei. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lösen wir das technisch? So könnte man ja eigentlich einfach sagen, wie Großteil der Wirtschaft, wir nehmen einfach eine Excel-Liste. Das hat schon immer irgendwie geklappt und Excel kennt jeder. Und ja, das kann auch jeder bedienen, jeder hat das irgendwie auf dem Rechner. Zur Not nehmen wir Google Sheets oder so. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen irgendwie das Problem, naja, digitale Rechtsgrundlage, Excel-Liste, naja, schwierig. Ist das Ganze fälschungssicher? Nein. Also muss ja nicht mal eine absichtliche Fälschung sein. Wie oft haben Sie schon Sachen hin und her geschickt, dann hat einer den Dateinamen nicht geändert, dann gibt es mit dem gleichen Dateinamen zwei verschiedene Versionen. Da brauchen wir nicht drüber reden. So, Datenstruktur. Ja, jeder hat Zugriff. Naja, wenn wir es irgendwo zentral liegen haben, vielleicht. Wenn wir es auf einer Mailingliste haben, vielleicht nicht. Es gibt irgendeinen Gatekeeper. Wir haben das Problem von Datenverlust, wenn wir es nur auf einem zentralen Rechner liegen haben. Weil, naja, er hat noch nicht mal irgendwann in seinem Leben Daten verloren, weil es eine Festplatte gehimmelt hat. Und naja, sind die Prozesse für jeden, der was reintut, immer gleich auch nicht wirklich gut. Lassen wir das. Nehmen wir einen SQL-Server, machen wir das irgendwie ein bisschen professioneller. Ja gut, haben wir auch irgendwie noch Probleme. Ne? Datenverlust, Prozesse, ist das fälschungssicher? Ja gut, es ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn ich sage, worauf ich jetzt hinaus will, dass ich da empfehlen würde, einen dezentralen Datenspeicher zu benutzen, und zwar eine Blockchain. Da würde ich eine Blockchain-Lösung nehmen. Dann hat jeder eine Kopie. Wir sind quasi ausfallsicher, weil es jeder speichert. Wir haben eine klare Datenstruktur, weil auf die müssen wir uns vorher einigen. Wir haben die Zugriffsrechte, weil wir setzen das einfach fest. Das ist eine sogenannte dann Permissionless Chain beispielsweise. Wir haben die Daten komplett dezentral und wir haben absolut identische Prozesse, weil die vorher im Konsensprotokoll festgehalten wurden. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier, jetzt ohne, dass ich einen Netzwerknamen nehme, aber die Experten im Raum denken vielleicht schon so rum, könnte man Ethereum nehmen oder Waves oder irgendwas, geht bestimmt. Ich wollte jetzt keine explizite Technologie nehmen, das darf dann jeder selber konstruieren, aber eigentlich hätten wir uns jetzt damit ein Versicherungsrentenprodukt gebaut, hier wie wir hier sitzen. Da brauchen wir nicht viel für, da bauen wir irgendeinen Smart Contract, der das Ganze auszahlt. Da kriegt jeder irgendwie noch ein bisschen Fondsanteile, da kann das noch irgendwie schön in den Fonds investiert werden, dann verdient man auch noch was bei, weil nur rumliegendes Geld, das lohnt sich ja nicht. So, und dann brauchen wir noch die Anzahl der Mitglieder, irgendwo einen Fondskurs, aber den kann man sich ja von Bloomberg ziehen. Und wie viele Fondsanteile jeder hat. Zack, wir brauchen 5 Attribute, bisschen Blockchain, bisschen Smart Contract und wir hätten uns ein relativ komplexes Vorsorgeprodukt hier gebaut. Dann machen wir das auch noch so, dann machen wir das noch schön demokratisch.
Es gibt diese sogenannte Multisignaturverfahren. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, damit eine Transaktion durchgeführt wird, müssen 2 von 3 Leute zustimmen. Schreiben wir einfach da rein, sagen, bestimmte Transaktionen sind Multisig. Das heißt, wenn wir die Anlagestrategie ändern wollen, muss halt eine 75% Mehrheit zustimmen. So, haben wir eigentlich dann noch hier gemeinsame Entscheidung, können wir alles bauen. So, wie gesagt, wir haben automatisiert uns ein Produkt gebaut mit einer tollen neuen Technologie, konnten wir sofort umsetzen und haben ein real bestehendes Problem gelöst. Und das soll es dann von meiner Seite auch schon gewesen sein. Wie gesagt, hier sind meine Kontaktdaten, meine Visitenkarte liegt auch am Stand. Wenn Sie auch nochmal genauer wissen wollen, wie man das umsetzen könnte, welche Technologien oder generell einfach Fragen haben, fragen Sie, nehmen Sie sich einen Flyer weg und ich bin auch noch ein bisschen hier. Und ich hoffe, ich habe mal einen Eindruck gegeben, was so die deutsche Versicherungsindustrie alles mit Blockchain machen könnte.